Drei Minuten unnötige Fights. Ja, das ist also, das ist selbst in diesem Elo-Bracket, was ja doch schon relativ hoch ist, ist einfach das Level an Gameplay ist einfach null, also vom Spielverständnis. Das ist einfach wirklich nur, jedes Game ist eine Fiesta. Und du musst halt einfach dein Bestes geben und in dieser Fiesta, das ist genau wie in Korea eigentlich, finde ich. Das ist genau wie in Korea, also du hast überhaupt kein Spielverständnis mehr oder Makro, sondern alle sind permanent nur am Reinjodeln. Das ist crazy, was aktuell für Fiesta das gespielt werden. Ich verstehe nicht, wie man da climbt, wenn es so chaotisch ist. Nee, du hast schon Impact auf das Game. Also du musst halt jedes Game dein Bestes geben und du wirst halt, also du wirst mehr Games gewinnen als verlieren, wenn du einen positiven Einfluss aufs Game hast, weißt du? Warum ist da, why Brom? Oh mein Gott, es ist auch derselbe, es ist Gromba. Es sind actually genau dieselben Spieler wieder vor, ne? Die haben Holy Phoenix im Team. Wir haben bis jetzt, glaube ich, jedes einzelne Game mit Kaiser gespielt. Irgendwie 100% Kaiser-Rate. Und viel Glück mit seiner Level 300 Jinx. Heute Abend dann Moog legen, oder was? Ja, heute Abend ist Moog legen. Ich wette, Schulden sind Ehrenschulden, Leute. Heute Abend wird Moog kurz geplättet, der Loser. Ich glaube, das wird sehr einfach. Also selbst Kani hat Moog geschafft. Schau den Syrströming gegessen. Sobald ich beim NNO-Cup rausfliege, gibt es den Syrströming, ja. Habe ich angekündigt schon. Also so, am Samstag fliegen wir fast hundertprozentig raus und dann muss ich den Syrströming essen. Es ist ich weiß noch nicht, also die Idee, die ich jetzt hatte, ist, ich nehme einen Kübel Wasser und dann mache ich es einfach live on stream, wie ich den Syrströming esse. Ich weiß nicht, ob das eine gute Idee ist, aber wir würden es dann live im Stream machen. Ansonsten ohne Kübel gehe ich in den Wald, weil ansonsten da kann ich das nicht aufmachen, ja. Im Schlafzimmer? Nee, im Arbeitszimmer. Oh nein. Ich glaube, bei sowas muss ich eh skillen, ne? Wir sollten hier gewinnen, ne? Ja. Nice. Es gibt ja nicht, dass der Jinx die so opfert und holy shit. Ein Hit. Fuck, ey, wenn er nicht Level auskriegt oder ich einen Hit noch drauf kriege, ist er einfach rüber, die da. Scheibenkleister, ey. Ist noch gestorben. Es reicht für unser BF-Sort. Wir könnten auch Mercs, ist auch eine Option hier. Aber ich glaube, BF-Sort ist einfach zu stark, oder? Um es nicht zu bauen. Okay, der indische Jungler hat 0 CS bei Minute 4. 0 CS. Wir haben jedes einzelne Camp von ihm genommen. Das heißt, wenn der jetzt nicht AFK geht, dann hat er das absolute Giga-Chat-Mantel. Ich roam wieder zu viel. Es ist aktuell. Ich versuche immer in diesem Chaos zu viel zu roamen. Das fällt mir so häufig auf, ja. Das ist einfach. Ich weiß nicht. Ich habe immer. Ich bin irgendwie immer permanent auf der Karte gerade. Das ist einfach nicht gut. Willst du demnächst nochmal Duo mit Proxa geben? Nach dem NNO-Cup, ja. Leute, ihr müsst verstehen, dass ich den NNO-Cup tryhard werde. Das ist jetzt einfach. In nächster Zeit gibt es Tryhard-Content, ja. Ich merke das, dass es euch nicht so gefällt, aber es gibt jetzt erstmal Tryhard-Content, weil wir müssen einfach für unser Team da sein, jetzt so gut wir können. Was passiert eigentlich, wenn man sich an die Wand anheftet und die Wand dann weggeht? Wir wollen mit dir wieder die Challenger Games. Na, ich merke an den Zuschauerzahlen schon, dass Tryhard-Content nicht so beliebt ist, aber das ist okay, Leute. Ich mache das jetzt für mein Team und danach gibt es wieder Fun-Content. Ist doch gar kein Problem. Aber ich werde mir Mühe geben für mein Team. Ich bin ein ehrgeiziger Captain, war ich immer schon. Ich bin ein ehrgeiziger Captain. Das heißt, wenn ich kann, dann werde ich mein Bestes geben. Und danach gibt es wieder Fun-Formate. Tatsächlich ist die Botlane ein Riesenproblem. Die werden komplett gehoppt sein von Mr. Khan. Ja, ich habe schon Beschwerden gekriegt, dass ich zu viel Content zum Beispiel auf Englisch mache, aber das kann ich halt jetzt gerade nicht verhindern, dass ich Content auf Englisch mache bisher. Kann ja nicht verhindern, weil das ist halt nur mal ein englisches Turnier. Wir können doch die Dings hier auch mal kurz contesten. Das Game sieht echt, also unser Toplaner verliert halt, obwohl er so weit ahead ist. Und unsere Botlane wird halt komplett demolished leider. Und das ist natürlich keine gute Combo. Also es ist wirklich, das ist keine gute Combo, ja.
Wenn ich da den Sidestep auf die Jinx Rocket nicht kriege, sind wir alle drei tot, ne? Das war fucking scary, ne? Ja, war richtig scary. Liebe ist tot. Also ich merke halt, mein Akshan ist ein bisschen rostig, aber ich habe das Gefühl, wir könnten den wieder lernen, wenn wir uns ein bisschen Mühe geben. Er ist schon ein bisschen rulperig. Die Schwings sind noch nicht mehr so richtig geübt, ne? Das merkt man schon. Aber ich glaube, da ist Potenzial, wenn wir den ein bisschen üben mit Akshan. Ja, Standalone wirkt aber schwach. Ja, das ist relativ schwach, aber danach gehst du Yuntal und Collector wurde halt hart genervt. Das ist jetzt nicht mehr so gut, das Item. Ich weiß gar nicht, ich glaube, das ist schon die beste Option, Infinity Edge, Yuntal. Ja, die sind halt alle so fucking teuer, ne? Würdest du Lord Dominic sacken? Oh, das kannst du bestimmt auch machen, ja, Lord Dominic sacken. Vor allem, wenn die Gegner ein bisschen beefy sind? Maybe, ja, warum nicht? Damage ist so crazy, ne? Ja, dass sie die Kindred nicht one-shotten können. Ja, du kannst Kindred schon one-shotten, aber sie hat halt ihre Ult, weißt du? Und das Problem ist, wenn ich meinen Damage committe, um sie zu killen, und sie ultet, bin ich tot. Und ich bin halt zu dem Zeitpunkt gerade 1000 Gold wert. Das heißt, dieses Risiko zu nehmen, dass sie in-time ultet, was jeder auf dem Elo-Level schaffen sollte, ist zu hoch, weißt du? Das ist einfach zu hoch, das Risiko. Nein. Oh mein Gott, ich hab die Chomas nicht gesehen. It's a tragedy, boys. Da sind die 1000 Gold für Jinx. Das ist worst case, by the way. 1000 Gold für Jinx ist wirklich absolut worst case. Das ist wirklich absolut worst case. Nice. Oh, Holy Phoenix hat das, ne? Geht den auch noch? Oh, kriegt's gut nicht mehr raus. Ah, oh, verfehlt alles. Keine Kreise, ey. Hä? Nice. Die sollten die alle kriegen. Vielleicht kann mal Chichiko raus. Aber der Esch, der Hegerim holt den höchstwahrscheinlich einfach ein. Ah, ne, die Panzer. Was? What the fuck are they doing? Hier, komm mit, ja?
Okay, ich bin zweimal gegen die Wand geschwommen, aber wir haben gewonnen. Das war wirklich schon wieder ein niedrig. Also, ich muss ehrlich sagen, das war jetzt irgendwie völlig toll, ey. Also, sag mal, Leute, ist das Low Elo, in der wir sind? Ich meine, wir spielen ständig mit Leuten, die ich theoretisch kennen würde. Aber ich bin, keine Ahnung, ich bin hier so perplexed irgendwie. Weil, also, wenn ich jetzt hier gucke, ne, aufs Profil und ich schaue auf den Rang, ne, ich gehe hier drauf, ich schaue auf den Rang, dann steht hier Rang 944. Das bedeutet, das ist die Top 2000 von Europa. Das sind die 2000 besten Spieler von 3 Millionen. Und dann jedes einzelne Game ist eine komplett unplayable Fiesta, in der keiner irgendwelche strategischen Elemente macht. Jedes Game. Das ist, also es ist völlig verrückt. Aber wir müssen trotzdem besser spielen. Das ist, was zählt, Leute.